Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter bei der Audi Tradition. Timo, Chris, Teil 2. Wir gehen mal der LMP-Ära auf Grund. Im ersten Video war ich schon höchstgradig beeindruckt, aber mir wurde gesagt, jetzt wird es erst so richtig ernst und so richtig technisch. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen was über Thema LMP gelernt. Generell. So, wir haben angefangen mit dem 2002er R8. Genau. V8 Direkteinspritzer, damals schon Biturbo. Und jetzt wird es langsam krass. Genau. Jetzt muss ich wieder ein paar Mal krass sagen in diesem Video, weil es wird wirklich krass. Also das kann man schon so. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt aus dem Themenfeld Erwartungshaltung Motorsport. Gell? V8, Benziner, Technologie, das erwartet man vom Motorsport. Und dann sind wir jetzt in einer Epoche gekommen zum Diesel, V12. Das erwartet man nicht unbedingt in einem Siegerfahrzeug Le Mans, aber genau das ist er dann trotzdem geworden. Ab wann kam der Diesel dann jetzt direkt nach dem 2002er, oder? Ab 2006 war das erste Einsatzjahr. Wie kam es dazu? Ich glaube, man wollte das Thema Diesel auch gesellschaftsfähig machen. Man wollte dem Thema Diesel ein Image geben, dass es eben nicht nur ein Lastenesel ist, sondern dass man auch eine Dynamik abrufen kann und dieses Potenzial im Wettbewerb aufzeigen. Das Reglement Le Mans hat diese Freiheit gegeben. Wir konnten das dahin entwickeln, dass man die Dieselantriebstechnologie zulassen würde. Und entsprechend hat man dann gesagt, wir wollen. Es gab gleichzeitig in Amerika bestand eine Markteinführung des TDIs bevor für Audi. Das heißt, auch da gab es den Impuls aus dem amerikanischen Markt, dass man da gerne ein anderes Image haben würde. Und da gab es den Auftrag dann in Le Mans hier mit einer solchen Vorsprung durch Technik, Technologie anzutreten. Also war wirklich gar nicht unbedingt, dass die Technik so viel besser geeignet ist, sondern auch tatsächlich eine Image-Sache in Summe. Ja, also eine Mischung aus mehreren Sachen. Also die Technik dafür geeignet ist ja das Thema, auch wie ist das Reglement dafür vorbereitet, dass du diese Technologie einsetzen kannst. Mhm. Weil letzten Endes entscheidest du ja auch über Technik, über das Reglement ein Stück weit. Ja? Wie der Chris gerade sagte, da gab es ja Bestrebungen auch vom ACO, von dem Ausrichter des 24 Stunden von Le Mans, von dem Rennen, sich technologisch da weiter zu öffnen. Und auch Diesel waren ja auch schon vorher mal zugelassen, das wissen wir. Aber auch da tatsächlich noch mal stärker in das Thema einzusteigen, um eine gewisse Technologieoffenheit auch zuzulassen, auch für die Zukunft. Und da sucht man sich dann natürlich auch seine Lücken, gerade auch im Unternehmen heraus, wo man halt den Anspruch hat, auch mit Technologie umgehen, arbeiten zu können und die auch zeigen zu wollen. Und vor dem Hintergrund guckt man sich das natürlich ganz genau an. Und selber, wenn man da, ich sag mal, auch als Marke zum damaligen Zeitpunkt, muss man ja sagen, ein eigenes Interesse hatte, das Thema auch ein Stück weit zu pushen, geht man halt in diese Richtung. Und das war keine einfache Richtung. Aber gefühlt auch, jeder, der so ein bisschen schon mal einen Motor gebaut hat, wenn man von Benzin auf Diesel geht, fängst ja eigentlich komplett von Null an. Genau das ist das Thema. Überall, in allen Bereichen. Komplett bei Null anfängst. Du hast eine Szene im Rennsport, die dir als Supplier zur Verfügung steht im verbrennermotorischen Bereich, wenn du auf einen Benzinmotor gehst, wenn du auf einen Diesel gibst, gibst du schlichtweg nicht. Und egal, was du angehst, ob das Momente sind, die du im Getriebe abstützen musst, ob das Einspritzeinheiten sind, das gibt es ja nicht. Das heißt, du musst in die Grundlagenentwicklung einsteigen. Und das Commitment ist da gleichzeitig mit gefällt worden, aber damit natürlich auch einen Vorsprung generieren, den man dann wiederum in die Serie weitergibt und dort kommerzialisiert. Also es ist nicht nur das Image, sondern auch den Nachhalt in der Technologie, dass man sich über schnelle Entwicklung im Motorsport einen Vorsprung auch in der Serie damit verschaffen konnte. Und dann ging es direkt los, V12. Genau. Alles oder nichts. Genau. Wie kamt ihr auf den V12-Gedanken? Also ähnliches Thema, wie der Chris schon sagte, du guckst halt, wie nähert man sich dem Thema an? Ich kann ja gar nicht mehr die ganzen Grundlagen der Entwicklung, also auch das ganze Grunddesign sozusagen sagen, warum kommt man jetzt auf den V12? Es geht darum, was traut man sich zu? Ja, weil, wie gesagt, das ist Neuland. Der Motor hat nichts mit einem Serienmotor zu tun. Per se mal nicht. Also jetzt mal unabhängig von der Technologie des Brennverfahrens. Aber der Motor an sich ist ein reinrassig entwickelter Rennmotor gewesen. Und was traut man sich zu? Welche Möglichkeiten hat man? Was lässt das Reglement zu? Was braucht man? Wir hatten vielleicht zum Beispiel das Thema, Finn, noch mit dem V8. Da hast du auch gefragt, warum nimmt man einen V8 Turbo? Mhm. Da hatten wir das Thema Reglement. Aber auch ganz klar zum Beispiel die Entscheidung für ein Turbo ist auch einer der Gründe, du bist wenig Drehzahlen unten. Hohe Drehzahlen, muss ich keinem erzählen, ist immer Verschleiß, ist immer tolles Motorengeräusch, aber oftmals auch ein gewisses Risiko, weil hohe Drehzahlen halt auch technologisch nochmal an die Triebwerksmechanik einen anderen Anspruch stellen. Mit einem Turbolader, niedrig aufgeladen, etwas größerer Hubraum, bist du immer gut dabei. Diesel ist rein vom Brennverfahrensthema irgendwann mal mit einer hohen Drehzahl Feierabend. Also da bist du zwangsläufig natürlich, sonst wird es auch nicht so oft gehen beim Turbo-Diesel. Und
Größe, Layout, Design, was macht man jetzt, was geht, was ist technologisch überhaupt möglich? Wir werden das ja noch sehen, dass sich das auch deutlich verändert hat im Laufe der Zeit. Muss man sich rantasten. Und da 5,5 Liter Hubraum hatte so? Ja. Da, also da gab es hubraumtechnisch kein Maximum, was man durfte. Da konnte man, also es war nur der Restriktor vom Turbola. Es gab, glaube ich, immer eine Maximumgrenze, aber die haben wir nicht immer maximal ausgenutzt. Auch da ist wieder in der Simulation vorher, was ist das Effizienteste zu nutzen. Mhm. Ja? Aber auch da ist man durchaus dann, wenn man in solche innovative Technologie geht, vorab mit dem Reglementsgeber, dem RCO in dem Fall im Austausch, was Sinn macht und wo man solche Cluster reinlegt, ja, wie groß der Raum ist. Aber dann im späteren Verlauf, ja, wenn man einmal die Technologie begriffen hat, einschätzen kann, dann gibt es natürlich die Restriktionen, weil die Technologie sich weiterentwickelt und natürlich die Rundenzeiten im Zaum gehalten werden müssen und natürlich auch mal den Wettbewerb zulassen. Weil, ja klar, 1100 Newtonmeter ist natürlich, ja. 500 Liter, das ist natürlich für einen Rennsport, da ist natürlich richtig was los auf dem Getriebe, Antriebswellen und so weiter. Ne? Deshalb kam ich vor mit dem Thema, es gibt dann im Gesamtfahrzeugkonzept eine Herausforderung, auch dann zum Beispiel mit solchen Momenten plötzlich umzugehen. Genau. Aber darf ich noch eins sagen, also zusätzlich zu dem Restriktor gab es auch noch eine andere regulatorische Größe und das war der maximale Ladedruck. Ah. Das war damals auch, also diese 1,67 war absolut, was ich gesagt habe beim R8, war jetzt nicht einfach so, weil wir gesagt haben, das ist jetzt mal ein toller Wert, sondern zu dem Hubraum und zu dem Restriktor gehört dann auch ein entsprechender Ladedruck. Hier war es dann nachher bei dem, glaube ich, im ersten Jahr, meine ich, knapp 3 Bar, 2,94 Bar absolut, glaube ich, durften wir hier fahren am Ladedruck. Und dann habt ihr euch damals hingesetzt und gesagt, so, wir machen jetzt einen ganzen V12 einfach mal neu. Ja. Also ganz vereinfacht gesagt, ja, das ist nicht so wahr, da gibt es auch viele Sachen, ja. Und was ist technologisch so an dem V12, dass du sagst, das war es damals? Also klar, wir sehen halt auch Hochdruckeinspritzung auf jeden Fall bei dem Diesel. Ja, höher als es damals überhaupt in der Serie gegeben hat und das war tatsächlich das, was der Chris meinte. Ich meine, wir wissen alle, wie das Dieselthema später gelaufen ist, aber zur damaligen Zeit war das entwicklungsmäßig wirklich die Spitze. Wir haben da mit unserem Zulieferer, der auch die Hochdruckkomponenten mitentwickelt hat, haben wir wirklich neue Wege beschritten. Mhm. Weil wir damals schon in den Drücken sonst way over waren zu dem, was überhaupt in der Serie denkbar waren und die alle lernen mussten. Gerade das Thema Injektortechnologie, Einspritztechnologie war da ein ganz, ganz großes Feld, wo wir da richtig reingebuttert haben an Arbeit und Energie. Kann man grob sagen, was da drucktechnisch los war? Also zum damaligen Zeitpunkt waren wir dann irgendwann bei, ich glaube, bei 2000 Bar. 2000 Bar? Ja. Jawohl. War schon was los. Das hast du dann ja im gesamten System. Gell? Du musst ja entsprechend den Kolben haben, die Abstützung und. Aber so steigst du da einmal ein und da kann man sich vorstellen, ja, warum das Grundlagenentwicklung bedurfte, um überhaupt solche Themen sich erschließen zu können. Würde man so, also als ich es das erste Mal gehört habe, dass ihr tatsächlich mit Diesel damals gefahren seid, hätte ich auch gesagt, wie, nee, muss doch, ist hier so Wikipedia-Fehler, dass einer was Falsches eingetragen hat. Weil ich finde auch, man hat es akustisch nicht gehört an den Autos, dass eigentlich Diesel ist, weil jeder kennt so dieses alte Diesel-Tackern, so einen alten Benz so. Ne? Aber du hast schon gemerkt, dass das Motorengeräusch deutlich reduziert war. Du hast eigentlich, wenn das Fahrzeug auf der Geraden vorbeikam, hauptsächlich Reifengeräusche, Getriebepfeifen gehört. Das war natürlich jetzt auch eine Ära, wo vielleicht der eine oder andere Enthusiast noch den Panos im Kopf hat, der ihm ja die Schädeldecke abgenommen hat, wenn er mit seinem Ford V8 da vorbeigekommen ist. Da war der schon reduziert vom Geräuschpegel. Einfach, weil was wird so höchst Drehzahl von so einem Motor gewesen sein? Irgendwie so 6000 Umdrehungen so in dem Dreh wird da maximal, ja. Maximal, ja. So, und klar, ist das eine andere Akustik wie andere Autos mit 10.000, 12.000, 14.000. Du hast die Turbolader, die Dämpfung drin. Wir können mal rübergehen zum Auto. Du hast Partikelfilter, wir sind mit Partikelfiltern gefahren. Das ist eine zusätzliche Dämpfung. Also das ganze Laufgeräusch. Ich meine, V12 ist immer laufruhiger und leiser als andere Fahrzeuge. Stimmt, da ist ja richtig. Da ist ein Diesel-Partikelfilter drin, da gibt es eine spätere Ausbaustufe, wo wir die sogar aus CFK gebaut haben. Die ganze Einbindung des Filters etc. alles in CFK-Auspuffanlagen dargestellt im Endrohr. Auch das ist dann wieder Grundlagentechnologie. War auch reglementtechnisch Pflicht da noch irgendwas? War eine Eigenverpflichtung von Audi, dass wir gesagt haben, dass wir die Filter, so wie sie in der Serie, zum Standard erheben wollen, auch im Rennsport fahren. Mhm. Weil ich habe es gerade da unten auf dem Schild gelesen, das unterschätzt man immer, dass so eine Renndistanz von so einem Auto über 24 Stunden über 5000 Kilometer sind. Ne? Ja.
Das ist ja so, ne? Also wenn ich so überlege, mit welchen Autos ich 5000 Kilometer gefahren bin, dann weiß man mal, was man da so in 24 Stunden eigentlich zurücklegt. Und das halt wirklich nur... Nur Kante, nur Spitze, Feuer, ne? nur volle Rakete die ganze Zeit. Oder anders formuliert, ich wüsste nicht, welchen Motor es gibt, der, wenn es ideal läuft, einmal gestartet wird für 5000 Kilometer. Also das ist ja schon der... Ist das nächste, in der Boxengasse zum Beispiel, wir haben ja vorhin gesagt, wenn du einen Schaden hast, musst du aus eigenem Antrieb in die Box kommen. Du musst aber auch die Box aus eigenem Antrieb verlassen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto in der Box repariert hast, weil du irgendwas hattest, keine Ahnung, Fahrwerk kaputt gegangen, dir einer reingefahren oder was. Das Auto wurde vor die Box geschoben. Selbst wenn du es innen drin erprobt hast, das dreht alles wieder, läuft alles, Motor läuft, dann musst du den Motor ausmachen, das Ding rausfahren, alle Hände weg, der Fahrer muss eigenständig auf den Startknopf drücken, die Karre muss anspringen und er muss losfahren. Also das heißt, auch in jedem Boxenstopp war das der Fall. Jeder Boxenstopp, Motor aus, selber wieder starten. Wenn das nicht funktioniert, hast du ein Riesenthema, dann geht's los. Wie ist das? Ist man diese 5000 Kilometer ohne Ölwechsel durchgefahren oder musste man da auch mal einen Ölwechsel machen? Kein Ölwechsel, je nach Motor und Technikstand haben wir mal einen Liter nachgeschossen oder zwei. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht über so ein spezielles System, über eine vorgedrückte, unter Druck stehendes Ölflasche, die unter Druck steht, die halt einfach in so eine Schnellverschlussklappe reingeschossen wurde. Hier zum Beispiel, das sieht man, warte mal, ihr seht das da oben, hier mal, da genau, das ist das Ding. Und hier hast du eine Klappe an der Heckmauer, die du aufmachst. Hier unten sieht man die. Die kannst du aufmachen und zur Seite machen und dann schießt du dann mit Druck das Öl ins System. Ja, es ist halt einfach alleine, wenn ich schon diese ganzen Stecker sehe, was hier alles so gemessen wurde, sensorikmäßig. Da gibt es wahrscheinlich nichts, was nicht gemessen wurde wahrscheinlich. Hier auch noch, sag ich mal, überschaubar. Ich sag mal, ich glaube, das technologisch mit was Messdaten angeht, das anspruchsvollste war tatsächlich der Motor. Wobei wir dann, Chris, das weißt du auch wahrscheinlich wieder besser als ich, in verschiedenen Fahrzeugbereichen auch uns ganz stark weiterentwickelt haben, was Messdaten auch während der Fahrt angeht und so weiter. Ja. Das sind natürlich auch dann so Technologiesprünge, die man mitmacht. Ja? Mit der Sensortechnik, ja, was man dann wirklich über Telemetrie übertragen kann, was man direkt auswerten kann, wo man dann eingreifen kann ins Fahrzeug. Das muss ja vorher ins Fahrzeug programmiert sein, um eventuell irgendwelche abgelegten Datenstände zu aktivieren, die eventuell auf eine Situation im Fahrzeug, die wir über die Sensorik auslesen, darauf eingehen. Wie war das mit Thema Kühlung? Normalerweise, man kennt es ja von dem Diesel im Winter, wie lange das dauert, bis so ein Ding warm wird. War diese Technik auch kühlungstechnisch deutlich einfacher als ein Benziner? Oder wenn man einen Diesel so weit ans Limit bringt, kommt da auch schon richtig Wärme raus? Nee, ich glaube, auch da, das Kühlpackage ist ja dafür ausgelegt. Das Aggregat wird natürlich genauso vorgeheizt etc., bevor es abgestartet wird. Mhm. Aber dann sind wir in jeder Betriebssituation in der Lage, den thermisch stabil zu halten. Weil ich hätte mir vorstellen können, vielleicht ist es tatsächlich so, andererseits auch jetzt reden wir von 5,5 Liter Hubraum, die machen natürlich auch Wärme, dass da natürlich genauso Wärme rauskommt. Das vielleicht eigentlich nochmal grundsätzlich zu dem Thema, zu diesen Fahrzeugen zu sagen ist, ja, anders als vielleicht Tourenwagen, wobei es da auch schon speziell ist. Das sind ja Autos, die funktionieren nur, wenn sie schnell fahren. Mhm. Also aerodynamisch, Bremse und auch Kühlung. Du musst ja nicht, kannst ja nicht mit im Stadtverkehr, da gehen keine Lüfter an und gar nichts. Das ist nur durch Strömung. Diese Autos sind dafür ausgerichtet, rauszufahren und den Hebel auf den Tisch zu legen und Vollgas zu fahren. Was fährt, dann funktionieren die Autos in allen Bereichen. Was fährt so ein Auto? Was ist so eine Durchschnittsgeschwindigkeit? Wahrscheinlich auch irgendwie oberhalb, über 200 km/h wahrscheinlich, ne? Fährt so ein Ding im Schnitt wahrscheinlich dauerhaft während des Rennens. Im Schnitt, wenn du in Le Mans unterwegs bist. Aber der ist ja auch woanders eingesetzt worden. Und wo wir dann Varianten, das habe ich jetzt gerade spicken müssen, wir haben hier so ein seitliches Einsatzpanel, ja, die Kühler abluft. Und die waren zum Wechseln. Ja. Ja? Das heißt, da bist du dann natürlich, wenn du in Salt Lake City in der ALMS gefahren bist, da bist du voll offen gefahren, weil es da heiß war. Während wenn du irgendwo ein Rennen hattest, ja, was in kühleren Temperaturen waren, dann gab es da auch verschlossene Varianten. Ja. Auch diese, wo wir bisher noch gar nicht drauf eingegangen sind, ist diese ganze Achsgeometrie. Ne? Das ist natürlich auch alles. Ich gucke hier die ganze Zeit drauf und überlege mir, was das hier so alles so ist. Ja, über den Drehschlag, ja, dann die Achsen miteinander verbinden und. Auch das hat sich dann natürlich Jahr für Jahr weiterentwickelt, weshalb die Fahrzeuge signifikant schneller wurden und gleichzeitig dann natürlich von der Regulatorik wieder eingebremst wurden. Und wenn man diese Schritte sieht, ja, wie auch die Verbräuche runtergegangen sind, die Hubräume, die Leistung etc., aber trotzdem die Fahrzeuge immer die gleiche Rundenzeit gefahren sind, das ist dann natürlich, dass in allen Bereichen weiterentwickelt wird. Auch wenn wir jetzt im motorischen Fokus haben, weil das große Innovationsthema für die Audi waren, genauso hat sich in den anderen Bereichen das auch weiterentwickelt. Weil das hier ist ja der Stoßdämpfer. Halt das ist der Stoßdämpfer. Schon minimal das Ding. Und Drehstab heißt dann durch das Getriebe durch. Also statt. Der verdreht sich. Ah, okay. Ja. Du hast ja hier die Anlenkung, das Ding dreht sich ja hier hoch. Mhm. Ja, hast du hier noch ein drittes Element hier oben drin und dann
ist das die Drehstabfeder, da mit verschiedenen Härtegraden, was wir wechseln konnten. Das war ein Setup-Tool. Ja. War am Anfang, muss man auch ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang waren wir da oftmals daneben. Ganz, also wirklich die ersten Rollouts, weiß ich noch, wie wir da teilweise echt noch mit den Drehstäben an der Grenze waren und da nochmal nachentwickeln mussten, aber das war der Fall. Vielleicht noch eine Sache, was auch noch ganz interessant ist, also zum grundsätzlichen Aufbau von so einem Auto nochmal. Wir sehen halt hier den Motor, wir sehen hier halt das Getriebe. Alles, was hier so an Bodywork drumherum ist, ist performance-relevant, ist aero-relevant, aber eigentlich brauchst du das Auto nicht, um zu fahren, weil das Monocoque, das hier drunter ist, ist die das Chassis, die tragende Struktur. Der Motor ist hinten am Monocoque angebaut, das Getriebe ist hinten am Motor angebaut, das Fahrwerk ist teilweise an dem Motor hier unten angebaut, beziehungsweise am Getriebe. Das heißt, die ganzen Kräfte, alles, was im Fahrzeug passiert, geht übers Getriebe, über den Motor als die Krafteinleitung ins Monocoque. Und der Witz ist, das habt ihr vielleicht auch an dem Motor gesehen, sonst können wir da gleich nochmal schauen, der Motor am Monocoque wird auf jeder Seite von vier Schrauben oder vier Bolzen gehalten. Also du hast 8 Bolzen, wo der ganze Krempel am Monocoque dran ist. Das sind die günstigen Bolzen. Ja, vor allem die ganze Aero wirkt ja auch noch komplett durchs Getriebe, durch den Motor aufs Chassis. Ja, ne? Ja, das hängt ja auch noch hinten alles dran. Und da werden ja schon so ein paar hundert Kilo bei 300 wahrscheinlich auch drücken. Genau, in dem Bereich spielt sich das ab, aber ich sage mal, die Fahrwerkskräfte sind da natürlich signifikant höher, weil du gerade in Le Mans mit den langen Geraden brauchst du ein ausbalanciertes Fahrzeug und für die Kurvensektion hast du schon Abtrieb, aber da ist Effizienz im Vordergrund. Und ich sehe auf dem Getriebe ein Audi-Zeichen, ich glaube, das muss man auch nochmal sagen, dass halt hier auch wirklich alle Teile immer von euch Eigenfertigung waren, also für euch gefertigt wurden. Es gibt ja auch viele Rennserien, wo man dann auch irgendwelche Getriebe zugreift, die es halt einfach schon gibt. Und das ist ja komplett, das gab es ja so vorher auch noch nicht. Da sind wir genau bei den Freiräumen, die es in dieser Epoche gab, dass wir hier individuelle Technologie entwickeln konnten und die im Wettbewerb positionieren. Und wenn wir vorher gesagt haben, ja, das Aggregat hat über 1000 Newtonmeter Drehmoment, da gibt es ja kein Getriebe von der Stange, was man da bauen kann, korrekt. Damit ist das auch eine individuelle Anfertigung nur für diesen Jahrgang Le Mans Prototyp. Und man muss natürlich auch sagen, ein bisschen selbstironisch, wir waren ja auch für uns unter uns selber bekannt dafür, dass wir wirklich alles mundgelutscht gebaut haben. Wir haben, da gibt es nichts von der Stange, also es gibt sogar teilweise Schrauben, die glaube ich extra angefertigt wurden. Also das ist wirklich, also wir waren da immer so tief drin, selbst teilweise von einem Jahr auf den anderen war es wirklich manchmal hart, irgendwie so Carry-Over-Parts zu finden. Ja. Also da ist immer Energie reingeflossen, immer reingearbeitet worden und immer noch eine Stur versucht, noch mehr rauszuholen als das, was es eigentlich irgendwo schon gab. Und das hat halt das, was der Chris gerade sagte, zur Folge gehabt, dass wir halt wirklich auf alles individuell eingegangen sind und gearbeitet haben. Das ist jetzt 2008er Auto, ja. Was hier so, also gefühlt sieht der Motorraum viel, viel voller aus, dafür, dass ja schon eigentlich alles deutlich filigraner wurde, weil halt einfach so viel Aero schon dazugekommen ist. Ja. Aber da haben wir den riesen Technologiesprung Benzinmotor, Diesel und dann die weitere Epoche war Optimierung, Reduzierung, Dieselaggregat und dann später Integration Hybrid. Was waren die größten Probleme bei der Integration von dem Diesel? Also wo er so beim Rennen mit Kopfschmerzen saß und hoffentlich hält das Teil durch und das Teil durch. Gab es da irgendwas? Oder war gleich, dass alles so bulletproof durchentwickelt wurde, dass eigentlich entspannt war? Nein. Alles. Nein. Also letzten Endes, als wir damit nach Le Mans zum Einsatz gegangen sind, waren wir da schon ganz gut aufgestellt, muss man wirklich sagen. Aber es gab tatsächlich, also in der Test- und Entwicklungsphase hatten wir wirklich harte Tage und harte Nächte. Da haben wir teilweise viel und oft auch Motoren gewechselt, wie die Wahnsinnigen, um zu gucken, was ist da jetzt los, weil es einfach neue Technologie war. Wie lange habt ihr für so einen V12 gebraucht? Also war das so 3 Jahre vorher schon, dass ihr wusstet, da steigen wir dann mit dem V12 TD ein? Oder war das auch eher so eine halbes Jahresaktion so jetzt? Nee, was war das? Ich denke, es liegt genau dazwischen, ja? Dass wir in der Vorbereitung des Fahrzeugseinsatz haben wir 1 Jahr Vorlauf gehabt und ein weiteres Jahr in der Konzeptvorbereitung. Ja. Und hier gehe ich von aus, wenn wirklich der Technologiewechsel kam, wird das nochmal ein Stück und länger gewesen sein. Am Lenkrad sieht man auch immer. Das wollte ich sagen. Am Lenkrad sieht man ganz stark immer, also da ist ja wirklich so gefühlt noch gar nichts dran. Hier sind jetzt immerhin schon mal ein Display und ein paar Knöpfe. Ich meine, Lenkradgröße ist halt auch, also gefühlt im Kart ist das Lenkrad schon größer. Also da finde ich, sieht man es auch, also da finde ich, ist, was hier so technologisch schon irgendwo da ist, ist ja. So, was den Bereich angeht, man noch nicht ganz so weit. Ne?
Aber das ist tatsächlich ein guter Punkt, schön, dass ich dich da unterbreche, weil das wäre genau noch ein Punkt von mir gewesen. Wenn man nur später vielleicht einfach mal alle Lenkräder, die wir hier haben, durchfilmst, dann weißt du ganz genau, was gedroschen ist in der Karre. Ist einfach so. Ja. Ja. Und ein Punkt noch, Thema Getriebe, war vom ersten Tag an sequenziell zum Durchschalten bis zum letzten Tag? Oder gab es da auch irgendwie Epochen in Form von, dass es mal so richtig noch haargeschaltet war? Nee, das war selbst damals war schon sequenziell an Lenkrad. Ja, und vielleicht auch für viele besonders pneumatisch. Keine hydraulische Schaltung, eine pneumatische, eine Luftdruckschaltung hatten wir. Und 6 Gänge oder hat man da irgendwie für den Diesel auch mehr Gänge gebraucht? Nein. Reicht. Ja, 11 Newtonmeter, ne? Also. Ja, mindestens. Okay, ja. Vielleicht auch noch, also ich weiß noch, ich war jetzt beim ersten Rollout nicht dabei, ich kenne aber die Stimmen der Fahrer, die gesagt haben, die sind mit keinem Auto bis zur damaligen Zeit so nach vorne katapultiert worden wie mit dem Koffer. Ja, das glaube ich. Also 1100 Newtonmeter ist also ja. Vorhin, es gibt ja so Motoren, die brauchen in Anführungsstrichen ein bisschen Drehzahl. Du brauchst einfach den richtigen Moment zum Reintreten. Und hier 5,5 Liter Turbo-Diesel, da wird es halt ganz egal sein. Ne? Kannst auch mal einen Gang höher. Der hat tatsächlich aber auch ein Turboloch gehabt. Aber wenn das Ding kam, also wir haben uns zum Beispiel zu der Zeit, waren wir viel auch in Amerika unterwegs, in der American Le Mans Series. Porsche war dann mit dem LMP2-Auto da. Saugmotor, deutlich kleiner, leichter, noch also agiler auch für die Rennstrecken in den USA, weil das waren ja teilweise wirklich nicht Mickey-Maus-Kurse, aber halt kurvenreicher. Le Mans ist halt eine sehr hochgeschwindigkeitslastige Strecke und du hast halt andere Strecken gehabt, wo es kurvenreicher war. Und die Autos, und da wieder, Chris, korrigier mich, konzeptionell ausgelegt auf das Rennen in Le Mans mit einzelnen Anpassungen für die kleineren Rennstrecken zum damaligen Zeitpunkt. Später hat sich das auch nachher ein bisschen geändert. Aber da hat es Rennen gegeben, das war uferlos, ja. Teilweise sind wir auf der Geraden an den Porsches vorbei, die sind schon freiwillig rechts rüber, das weiß ich noch, im Mooseport in Kanada, da geht so eine Gerade den Berg runter. Da sind wir auf der Geraden an den Porsches vorbei und in den Kurven sind die wieder, das haben wir uns behakt, also oder Daytona. Ich glaube 0,3 Sekunden gegen Romain Dumas und Timo Bernhard nach 10 Stunden Rennen über die Ziellinie gefahren. Also die sind Nase an Nase nach 10 Stunden über die Grenze. Das ging nur volle Rakete. Und jeder hat seine Stärken und Schwächen gehabt. Ja, aber guck mal, wir haben von da nach da fast 2 Liter mehr Hubraum plus 4 Zylinder mehr bei einer ähnlichen Turboladergröße. Ich glaube schon, dass das einfach von der Fahrbarkeit der Welten. Aber Gewicht besser mehr. War echt, ja, aber ich habe mir gelernt, die baut ja leichter. Die baut ja leichter. Ja. Also, ich glaube nicht, dass das Auto hier am Ende schwerer war, oder? Das sicherlich nicht, aber, aber trotzdem, die Gewichtsverteilung ist noch ein Thema. Aber war das die Fahrhöhe oder habt ihr den jetzt nur für Transportzwecke und so höher gemacht? Weil er mir so schon recht. Also schon noch recht. Ich sag mal, wobei vorne, nee, stimmt gar nicht. Der ist jetzt nicht weit weg von der Fahrhöhe. Nee, das wird einfach Aero sein, ne? Weil hier vorne ist ja aber gar nichts mehr. Der hat gar nicht so eine große Toleranz, dass du den da groß hochfahren kannst. Ja. Und auch rein reglementmäßig, meine ich, war es auch, der Unterboden muss eine gewisse Breite oder eine gewisse Länge haben und dann an der Seite noch irgendwie anziehen, so ein bisschen. In der Mitte hat ein Skidpad, das heißt, in der Mitte müsste auch ein Stück tiefer sein, genau. Um da auch wieder die Performance einzuschränken. Und der sieht auf jeden Fall immer so aus, als wenn er schon richtig was mitgemacht hat. Ich glaube, da kann der Chris jetzt am meisten zu sagen, weil das Auto ist für viele Leute nicht das schönste Auto, das wir gebaut haben. Haben wir jetzt auch nicht vorgezogen, um Technologie zu zeigen, ist allerdings anstelle eines V12 ein V10-Motor hinten drin, auch mit 5,5 Liter Hubraum. Haben wir jetzt aber nicht rausgeholt, weil irgendwann haben wir mal zu viel vielleicht. Aber was du gesagt hast, weil das Auto so spacig aussieht, das war der R15 Plus, den gab es auch als R15, das ist das Siegerauto von 2010. 2009 war der R15 da, aber ich glaube, das Interessante an dem Auto, Chris, ist die Aerodynamik. Korrekt, da merkt man, dass dieses Thema Aerodynamik dann mehr und mehr in den Fokus gerückt hat. Wir sind eingegangen in eine Epoche mit dem Benziner, wir sind jetzt im V12 gelandet, wo der motorische Antrieb im Fokus stand und jetzt hat sich dann die Aero umgesetzt. Und wir sehen hier zum Beispiel statt eines klassischen Frontdiffusers quasi Frontflügel. Ja? Das heißt, da haben wir wirklich ein Flügelelement dann eingesetzt. Ja? Und wir sehen auch, dass das nicht nur der Kühler beaufschlagt wird, sondern wir haben hier auch ein Abströmverhältnis, was da erzeugt wird. Also da sind dann schon wirklich im Gesamtfahrzeug mehr und mehr Kompromisse hier vorne im Nasenbereich. Das sind die beiden Strukturen, die wir brauchten als Crashcodes. Ja? Also das sind die Crash-Elemente, die wir brauchten. Gleichzeitig die Frontflügelaufhängung. Aber wir lösen eben diese homogene Nase auf. Ja? Und haben letztendlich so eine duale Crash-Nase, eine doppelte Formel-1-Nase da dran. Das hat hier Nico, wenn ihr unten mal mit reinfilmst, ist schon so ein bisschen Formel-Auto-mäßig, dass es wirklich so komplett links und rechts rausgeht, nur dass halt die Räder komplett nach vorne verkleidet sind. Aber so vom Ansatz her musste so ein Auto auch so aussehen laut Reglement?
wir mussten die duale Cache-Struktur haben, mhm. ja, aber wir sind die Einzigen, die mit einer aufgelösten Nase. Aber man durfte aber nicht Räder freistellen zum Beispiel. Musste ran ja, und so, das muss abgedeckt sein. Du musst immer im Antlitz, deshalb auch der doppelte Overall-Bar, weil du immer optischen Zweisitzer darstellen musst. Das will der Reglementsgeber, um es zu differenzieren vom Monoposto, ja, vom Formelfahrzeug. Deshalb will man in Le Mans immer die Doppelsitzigkeit in der, im Antlitz haben, deshalb auch die doppelte Crash-Struktur, wo es ja keinen Beifahrer gibt. Ja, ja. Ja. Mhm. Wenn ihr hier bei dem Auto vielleicht auch noch von der Seite zeigt, also die reingezogenen Seitenkästen sind auch ganz eklatant. Also du hast gerade vorhin so ein bisschen so von der, auch diesem Formel-1-Thema gesprochen, auch das, was der Chris gerade sagte, mit den Durchströmungsgeschichten und so weiter. Und du siehst halt hier unten auch, wie stark der Einzug ist. Wenn man jetzt mal die Teile da vorne wegbauen würde, dann würdest du diesen Einzug an die Seitenkästen stärker sehen noch. Und dann gab es aus der Serie nochmal eine kleine GPS-Antenne. Die durfte nicht. Genau. Die durfte nicht fehlen. Genau. Damals wahrscheinlich Innovation, heutzutage der Standard, aber jetzt schau nochmal ein Geheimnis. Wir reden alle über Leichtbau. Am Ende brauchst du eine Balance im Fahrzeug. Ja? Mhm. Und wenn du da runtergreifst, wirst du feststellen, aus dem Vollen gefräst. Ja? Das heißt, da haben wir dann Masse, da haben wir die Balance nach vorne schieben müssen. Und deshalb ist dann der Frontflügel ja, aus dem Vollen Billet gefräst worden. Mal kurz eben einen Splitter gefräst, ne? Mal eben die Fräse angeschmissen, ja. Auch nicht schlecht. Aber hast dann die Nebel. Also als Ausgleich. Den Leichtbau, dann hast du über das Verbrenneraggregat eine zu hohe Gewichtsbalance im Hinterwagen. Das heißt, zum Ausgleich schaust du dann möglichst weit vorne Ballast unterzubringen. Und aber auch noch 900 Kilo. Das war immer am so. Am Ende bist du immer mal bei 920, mal bei, aber immer in dem Bereich gelandet, ja. Und dann ging es los mit geschlossen. Komplett. Dann sind wir in geschlossen losgefahren, genau. Und der erste geschlossene, das war noch ein reiner Verbrenner. Das ist der schwarze, der Ultra. Bevor wir dann auf den Hybridantrieb gegangen sind, ab dann auch das e-tron-Label und die Fahrzeuge eher in einer weißen, silbrigen Lackierung unterwegs. War das auch eine Reglementsache oder war Fortschritt besser aerodynamisch geschlossen machen? Ja, korrekt. Dass man da das Effizienzthema mitgenommen hat, du hättest zu der Zeit auch noch offen fahren können. Aber da haben wir dann gesagt, nein, wir machen den nächsten Schritt und gehen in ein geschlossenes Fahrzeugkonzept hinein. Weil, also es ist natürlich schon aerodynamisch, sind wir jetzt auch so mit diesen ganzen Kisten drin. Ja. Schon so ein bisschen wie ein Flugzeug, ne? Ja. Flügel dran. Genau, und da los sieht geht's. Man ja auch ganz klar die Tropfenform. Ja. Du hast damit zunächst mal eine höhere Masse, ja, weil das Cockpit geschlossen ist. Aber da vielleicht auch ein Extremismus. Wir sind die Ersten gewesen, die ein solches Monocoque dann am Stück gefertigt haben. Normalerweise hat man eine Oberschale, eine Unterschale, laminiert die zusammen, einfach um es fertigungstechnisch abbilden zu können. Wir haben dann die Vorteile gesehen, dass man an dieser Verschnittstelle ja, Masse einsparen kann, wenn man es am Stück fertigt. Wir haben als Einstieg den Scheibenbereich, den Türbereich. Das heißt, da haben wir dann selber Werkzeugkonzepte gemacht, wie man letztendlich, und da wird am Ende dem Laminierer das Werkzeug übergestülpt und der laminiert in dem Werkzeug das Monocoque, weil ja außen die Werkzeugseite ist. Ah, Werkzeugseite heißt immer die so schön glatt ist, die so schön aussieht. Da die logischerweise außenrum geschlossen ist, musste der von innen die ganzen Matten haben. Genau, das Ganze ist wie ein Riesenei, ja, mit zwei Löchern, was später die Türlöcher waren. Und das kriegt er über ein Kransystem morgens übergestülpt und dann steht er da drin und laminiert das Monocoque. Klingt nach einem guten Job. haben die Fahrer was gesagt, ob sie lieber offen oder geschlossen fahren? Gibt's da so, ich glaube vom subjektiven Gefühl, wenn du einmal im geschlossenen Auto bist, hast du eine andere Sicherheitswahrnehmung. Das geht uns genauso. Wenn du im Cabrio fährst, hast du ein anderes Freiheitsempfinden vielleicht, aber gleichzeitig, wenn du einen Sicherheitsanspruch hast, was du in dem Extremeinsatz ja hast, fühlst du dich, glaube ich, da sicher. Dafür haben wir andere Komplexitäten. Ja, Fahrerwechsel ist etwas komplizierter. Du musst durch die gleiche Tür raus, wieder rein, weil du nicht durchsteigst. In einem offenen Fahrzeug steigst du durch. Der aussteigt, steigt über die Beifahrerseite aus. Der nächste steigt von der Fahrerseite ein. Ja. Ja, das heißt, wir haben auch Komplexitäten damit bekommen. Wir haben eine Scheibe, ja, die fliegenfrei gehalten werden muss, die immer durchsichtig bleiben muss, 24 Stunden lang bei Sonnenuntergang, bei Sonnenaufgang. Das heißt, du hast Komplexitäten, das Ding darf nicht beschlagen, du hast einen anderen Klimatisierungsaufwand, das heißt, du baust dir da Themen ein. Deshalb auch der Chromansatz auf dem Dach, gell? Das ist zur Reflexion, also es ist kein Designthema, sondern um Wärme abzustrahlen, ist der Oberbereich verchromt. Aber sieht trotzdem gut aus. Ja, passt, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Und ich sag mal, mehr als ein 24-Stunden-Rennen wird dann auch mit Licht schwer, ne? Ja, weil hier wird ja auch nicht mehr so viel durchgehen. Da sind auch schon ein bisschen nachgealtert, ne? Da ist eine Folie drüber. Da sind auch Tee-Offs drauf.
dass du, wenn die Scheinwerfer zu stark verschmutzt sind, kannst du über Abreißvisiere auch die Scheinwerfer wieder freilegen. Wobei, wenn wir das Thema Scheinwerfer anschauen, auch ein riesen Innovationsthema für uns im Zusammenhang mit der Serie. Audi natürlich immer daran interessiert, innovative Scheinwerfersysteme zu entwickeln. Und da sind wir für die wirklich das Schnellboot gewesen. Ja? Wir haben selber unsere Reflektoren berechnet, haben unsere eigenen LED-Systeme gehabt. Da ist zum Beispiel, was wir heute in der Serie haben, wenn das Gegenfahrzeug kommt und einzelne LEDs abblenden. Ja? Das ist letztendlich mal über Le Mans entwickelt worden, weil wir haben den Anspruch gehabt, ein Kurvenlicht zu haben. Wir konnten uns aber die Motoren vom Gewicht nicht leisten. Ja? Also haben wir je nach Lenkwinkel haben wir die Helligkeit am Kurveninneren Rad erhöht und außen dunkler gemacht. Damit wird das Auge in die Kurve geführt, obwohl sich gar nichts bewegt. Mhm. Ja? Okay. Und diese individuelle Ansteuerung von LED-Technik in individuellen Reflektoren ist letztendlich dann die Basistechnologie, die in die Serie übernommen wurde. Und da haben wir auch Jahr für Jahr, wir sind ja auch mal mit Laserlicht gefahren etc. Also da haben wir immer in enger Zusammenarbeit mit der Innovationstruppe bei uns in der Serie mit der Lichttechnologie zusammengearbeitet und haben für die auch teilweise wirklich Erprobungsinhalte kurzfristig umgesetzt. Weil so einen Scheinwerfer zu entwickeln im Rennsport, den haben wir in 5 Monaten im Auto in der Erprobung. Ja, in der Serie ist das ein deutlich längerer Prozess. Weil man unterschätzt, ich weiß nicht, was wird Vmax da so gefahren, auf jeden Fall jenseits von 300 mit dem Auto. Ja. 360 immer einfach zu rechnen sind 100 Meter die Sekunde und es ist halt stockfinster. Das heißt, da hilft auch nicht so ein 20 Meter Kegel vor einem, weil dann kannst du es auch gefühlt auslassen. Du brauchst da halt richtig Licht. Und auch da müssen wir schauen, heutzutage ist LED-Licht für uns der Standard und jeder, der irgendwie Offroad fährt, hat sein LED-Bar und jeder hat diesen Lichtzugang zu der Lichttechnologie. Wir reden hier jetzt ja vor 15, 20 Jahren, war das nicht der Fall. Und wir haben über die Fahrzeuge, die wir hier gesehen haben, den Lichtauswurf verdreifacht. Ja, wir sind hier, haben wir einen Ausleuchtbereich von 900 Metern vom Fahrzeug gehabt. 900 Meter. Ja, da gab es dann keinerlei Beschwerden mehr. Da gab es nur die Sache, wie gesagt, mit solchen Optimierungen können wir Kurvenlicht darstellen. Solche Weiterentwicklungen gab es dann. Während beim frühen R8, ja, da bist du beim Größenraum ein Drittel. Ja, da hast du 300 Meter Vorlauf. Oder so. 300 Meter. Aber das war jeweils Stand der Technik. Der Lichttechnologie. Ja? Also beim R8 war es hervorragend. Ja? Hier war es dann irgendwann, kommt man in einen Optimumbereich, dann hat man noch individuelle Anpassungen, aber den Technologiehub machst du da nicht mit. Dann bist du in dem LED-Thema und wie gesagt, und das wird dann kommerzialisiert. Heutzutage hat jeder Zugriff auf diese Technologie und wer 24 Stunden Nürburgring die Clios flitzen sieht, die haben alle ihre LED-Zugerscheinwerfer fertig, erledigt. Aber easy. Ursprünglich waren wir aber die ersten, die damit unterwegs waren. So, das nächste Generation. Weil hier sehe ich jetzt Turbolader, einer fett in der Mitte. Das ist im Prinzip eine Nummer jetzt weiter, oder das ist im Prinzip das, was an Verbrennungsmotoren in dem 2011er, 2012er, auch 2013er Motor drin gesteckt hat. Den haben wir jetzt hier mal kurz bei uns aus dem Ersatzteillager herausgeholt und haben den hier einmal hingestellt, damit man auch mal sieht, also auch von der Komplexität her. Wir haben ja vorhin zum Beispiel bei dem R10 Motor auch gesehen, auch solche Sachen, du sagst unten was aus dem Vollen gefräst, zum Beispiel die Ventilhauben sind auch immer aus dem Vollen gefräst gewesen bei den Dingern. Wobei die ja sogar mit teilweise tragendes Teil auch sind, ne? Weil die ja komplett genau, ans... Richtig, genau, weil die angeschaltet, das ist ein tragendes Teil gewesen mit der Aussparung, der Öltank vorne. Hier mittlerweile nur noch ein Monoturbolader, der nach rechts und nach links beatmet. Die Luft holt da oben übers Dach. Geht halt eine Luftführung runter. Das sehen wir hier gleich noch an dem Auto. Das haben wir hier aufgebaut. Öltank aus Carbon. Entsprechender Öltank aus Carbon. Genau, man sieht halt hier schon im Vergleich, wir haben ja alle noch den V12 jetzt so ein bisschen im Kopf mit den großen Airboxen und so weiter und so fort. Hier sind wir schon jetzt in der Entwicklungsstufe deutlich eine Spur filigraner unterwegs. Wir sind ja von dem V12 gekommen, über den V10 beim R15 und jetzt hier mit dem 3,7 Liter V6. Monoturbo unterwegs. Mit einer variablen Turbinengeometrieansteuerung oben auch noch über einen Aktuator, der gekühlt wurde. Ach krass, hier eine VTG ist hier auch noch drin. Ja, genau. Das heißt, alleine diese Turboladerentwicklung ist ja schon ist ja schon nicht mal hier so gemacht. Der Turbolader an sich, guck dir das Ding mal an, das ist ja... Ja, das ist schon ganz schön. Ich erinnere mich immer bei Werner, wo der eine Blauer vorne, mit dieser Schnüffel, so ähnlich sieht das Ding aus, als wenn der vorne davor... Weil ohne Restriktor ist das hier eine Turboladergröße, die würde wahrscheinlich auch irgendwie 800, 900 oder 1000 PS machen, ohne Probleme, ne? Ja. So, und halt auch die große Änderung, also... Ich weiß nicht, ob man es hier noch heißes V nennen kann, aber eigentlich ja schon auch wie flach dieser V6-Motor ist, ja fast ein Boxermotor geworden. Genau. Das ist ja vom Zylinderwinkel her ist das Ding ja. Der Zylinderwinkel geht auf. 120 wir machen, Grad. Wir verlegen die heiße Seite nach innen und folgen da wieder der Optimierung im Aero-Bereich, das engere Package darstellen. Das heißt, Motorantrieb macht einen größeren Kompromiss,
weil wir über den Hub in der Aero-Effizienz fürs Gesamtfahrzeugkonzept einen Vorteil haben. Und hier sieht man mal, was eigentlich so benzinpumpenmäßig, hochdruckpumpenmäßig bei dem Diesel dann abging, ne? Ja. Alter, guck mal, das sind zwei Pumpen für jede Zylinderbank, eine, die gefühlt, das gefühlt genauso groß ist, wie der Motor bald ist. Das ist ja schon der Wahnsinn. Und klar, ne? Elektrik ist halt, hier wird wirklich alles gemessen. Genau, hier einfach Daten sammeln, ne? Wir sind auch applikativ, musst du natürlich immer wissen, wo bist du gerade. Motorsteuerung ist ein wichtiges Thema, verbrennungsmotorisch, Restriktormessung, an der engsten Querschnitte Restriktordruck messen, bist du im Überschall und so weiter und so fort. Ja, aber schon Wahnsinn, krass, auch so. Klein, also der finde ich wirkt dann schon wieder klein und kompakt dafür, das was eigentlich am Ende rauskommt. Genau, also jetzt, deswegen haben wir hinten angefangen, du siehst also wirklich jetzt so Technologiesprünge. Und wenn wir jetzt gleich mal zum Gesamtfahrzeug gehen, da wird das nochmal ganz eklatant nochmal eine Spur. Ja, eine Sache muss ich euch zeigen, da bin ich bis heute fassungslos. Thema Kühler ist ja wirklich so eine Thematik für sich, wo man sich so ganz schwer immer reindenken kann, weil man weiß nicht, ist es jetzt gut, wenn es fein ist, ist es nicht fein, aber guckt euch mal dieses Netz an. Man das sind Molekültubes, ja, die alle einzeln durchströmt sind. Da haben wir eine unheimliche Effizienz beim Kühler. Wenn die Logik in der Simulation sehr, sehr schnell begriffen ist, ist da dann der nächste Schritt, das Fertigungsverfahren zu entwickeln, dass alle diese Tubes homogen durchströmt werden und die überhaupt mal zusammengebaut kriegen. Ja. Aber wenn er dann mal funktioniert, haltbar ist, ja, also das ist natürlich das nächste Thema, wir haben jedes Tube hier muss ja einzeln abgedichtet sein, dann ist das unschlagbar. Also wir reden nicht davon, dass das jetzt ein länglicher Tube ist, der hier durchgeht, sondern das sind wirklich alles kleine Röhrchen, die immer wieder hintereinander kommen. Habe ich jetzt nicht im Kopf, wie viele. Es sind so viele, dass wir da mit dem Handfädeln, ich glaube, zwei Kühler gebaut haben. Dann war da Schluss. Dann haben wir Rüttelkästen gebaut, um die automatisiert einzuführen etc. Also da sind wir wirklich in der Tiefe. Dann Technologie, wie sind die Verklebungen, wie werden die danach dann überfräst, um ja letztendlich die Röhrchen wieder zu öffnen nach dem Verklebevorgang etc. Da ist dann eine eigene Truppe, die nur ein Fertigungsverfahren entwickelt, um letztendlich den Performance-Vorteil abzurufen. Selber hergestellt. Die haben wir in der Regel immer mit externen Partnern, die wir uns dafür gesucht haben. Das heißt, die Technologieziel ist bei Audi definiert worden. Dann hat man externe Partner gesucht, die bereit waren, das mit einem zu entwickeln, um dann wirklich die Kompetenz im Hause zu haben. Und zu der Zeit war das ein Novum. Ja. Das haben dann später Formel 1 und so auch nachgezogen. Aber ich meine, wir haben damals, Ferrari Formel 1 war auch einer, der in die Richtung gedacht hat. Das war aber damals ein Novum. Komm einmal rum, Nico. Hier, Tom, beschwer dich nicht nochmal, wenn wir einfach ein Dashfitting irgendwo einfach aufschweißen. Ja, vor allem, das ist auch die Stelle, das alles mehr so, als Umbau, ne? Ja, vor allem, wie das selbst das bei Wasser, wo sich sonst so keiner Gedanken drum macht, alles schon so flow-technisch halt so gebaut wurde, wie es halt geil ist, ne? Vor allem, guck mal, selbst hier sieht man ja, diese Nähte, die hier sind, ne? Da werden sie auch schon schön so Flussbleche reingemacht haben, ne? Dass das Wasser da schön fließt. Alle Wasserkühler, da sieht das immer alles. Das ist da aufgerissen, Philipp, da ist nichts drin. Das ist ein Stahlkolben, ne? Das ist ein Stahlkolben, ja. Das ist tatsächlich jetzt aus dem V12 TDI, ein Kolben. Sieht aus, wie eine Shisha dran ist oder so. Ja. Aus dem V12 TDI ein Stahlkolben und das war auch die Herausforderung. Also so ein V12, der ist ein Aluminiummotor gewesen, auch ohne Liner. Mhm. Da war jetzt kein Stahlliner drin. Mhm. Also da ist ein Stahlkolben in Aluminium gelaufen. Mhm. Speziell beschichtet oder so? Ja, beschichtet, alles mögliche, verschiedene Technologien und Entwicklungsstufen. Mit Blut, Schweiß und Tränen reingelaufen, um das Ganze natürlich dann nachher prozesssicher zu machen, also rennsicher zu machen. Ja, und auch das ist halt auch nicht irgendwie so ein Kolben, den man jetzt mal irgendwo kennt, wenn ich jetzt irgendwo beim 1.9er TDI in den Motor ziehe. Oder so. Für das bisschen, Alter, was dran ist, merkt man halt sofort, dass es halt ein Stahlkolben ist. Krass, ne? Ist halt, Alter, ist halt in Sachen Stabilität, weil das wird jetzt ja auch kein Wald- und Wiesenstahl sein, sondern es wird ja auch wieder ein spezieller Stahl sein, ist das halt in Sachen, wenn das... Also wir entwickeln uns von einfachen Materialien hin über anspruchsvolleren Materialien bis hin zum Mondgestein. Das Wort Kolbenhemd nimmt hier auf jeden Fall neue Dimensionen an, weil das ist ja wirklich faszinierend. Ja. Und noch viel interessanter ist eigentlich das hier, ne? Ja, für Ölkühlung, Durchströmung. So, da ist unten in dem Block eine Öldüse, wo der Kolben, wenn er runtergeht, reingeht und dann spritzt er wirklich direkt da rein. Wie ist das befestigt? Ich glaube, es ist nur reingehakt, glaube ich. Glaube ich, nur reingesteckt. Das ist nur reingehakt. Alter, dass das da nicht rausfällt. Geht ja nur 6.000. Ja, und nur 24 Stunden Feuer. Und dann
Doppelt, glaube ich, würde ich sagen. Also entweder, nee, ich glaube, es kommt hier raus und spritzt dann noch auf den Kolbenboden. Ja, ja, es sind zwei verschiedene Varianten. Also hier ist noch ein Ringkanal. Da drin. Genau, hier ist ein kompletter Kanal drin und das Öl geht wirklich durch den ganzen Kolben durch. Ich glaube, sonst wäre das auch langfristig mit so einem Diesel gar nicht mit den Zylinderdrücken möglich gewesen, ne? Wenn man nicht diesen Stahlkolben... Ja, ja, also das, also sowohl von den Drücken her, als auch dann nachher von der Kühlung her und so war das ja schon wichtig. Ja, wir haben hier mal so ein paar Teile halt mal hingelegt, um ein bisschen zumindest auch nochmal handgreiflich anschaubar zu machen. Nicht nur im Auto, sondern auch mal zu sehen, was so dahinter steckt zum Thema Drehmomentübertragung. Getriebe, ich glaube, super gefinischte Zahnräder. Ja. Ach, das ist jetzt kein Ausstellungsstück, sondern... Nein, das ist... Nein, so ist das betrieben. Ja, das ist schlecht. Standardersatzteil, das brauche ich nicht so aus. Ja, wenn wir auf der Messe was ausstellen, dann würde das vielleicht so aussehen, aber das heißt wirklich, man hat sich Gedanken um jede einzelne Oberfläche gemacht und die Oberfläche so behandelt. Klar, hast du so gefinisht, so verhärtet, so poliert, dass du keine beginnende Rissbildung hast, um wieder Ach, das ist echt einfach so, um zu sagen, weil eigentlich hast du in der Mikroskop ja... Ja, aber du verdichtest natürlich und du hast damit eine härtere Oberfläche. Krass. Und wahrscheinlich wird es auch in Anführungsstrichen verlustleistungstechnisch auch nochmal wieder ein Atömchen besser sein, wenn es poliert ist. Wegen Reibung, ne? Ja. Wird nicht viel sein, aber wir kämpfen hier um jeden. Und die günstigen Bremssättel wieder. Ja. Titan, wenn ich das richtig im Kopf habe, glaube ich. Ja, genau. Und da sehen wir halt wieder die ganzen Massen, wo du irgendwo noch eine Ecke hast. Also auch da geschaut, wo bringen wir noch Masse weg, um auch da jedes Gramm zu sparen. Ach, krass. Also ich bin ja wirklich mittlerweile auch, was so Elektrik und Messen angeht, das merkt man immer erst, wie wichtig dieses Messen ist, wenn man das ein paar Jahre betreibt und jetzt halt mal zurückgucken kann in irgendwelche alten Dateien. Bei uns viel weniger Messwert, aber halt einfach weiß, was da so los ist, weil irgendwann ist Kopf voll, man kann es eh nicht merken. Ne? Einmal messen, Temperatur vom Bremssattel und, was ich gerade geil finde, ist hier Bremsbelagverschleiß, ne? Ja. Vermute ich mal. Ne? Also hier ist so ein kleiner Linearsensor dran, der sieht, wie weit der Bremskolben rausfällt. Leichtes Bauteil, wie gesagt, aus dem vollen gefrästes Titanteil. Und jetzt kommt ja auch noch dazu, für ultra fette Bremsbeläge, ne? Halt, weil Langstreckenrennen, da geht natürlich ein bisschen was runter. Hier ist ja richtig, da geht ja richtig was rein, wenn man sich überlegt, wie schmal die Scheibe eigentlich ist. Wenn es gut gelaufen ist, war kein Bremsbelag wechseln mehr. Korrekt. Das war das Ziel, dass man so durchkommt. Ja. Ja. Wie? 24 Stunden ohne Bremsbelag? Ja. Nee, oder hat man alles komplett getauscht einmal? Nein. Das Ziel war, ohne durchzukommen. Und ich sag mal, Le Mans ist jetzt ja auch nicht zu anspruchsvoll. Ne? Ach krass, das ist ja sicher. Aber diese ganze Daten durfte man live übermitteln an die Box. Man durfte nur nicht zurückschicken. Genau, also wir haben Online-Telemetrie gehabt. Das Auto hat permanent Daten übertragen, die auch gespeichert wurden. Und dann gab es nochmal, ich sag mal, in einem gewissen Streckenfenster vor der Box, sogenannte Burst-Daten, wo du die gleichen Daten, die du hast, nochmal in hoher Auflösung nochmal per Burst, also per Funk oder per Telemetrie halt in einem Schuss übertragen hast. Und ich weiß nicht, wie viele, wir haben mehrere Gigabyte pro Runde übertragen. Also wirklich mehrere Gigabyte Daten pro Runde sind darüber geschossen worden. Vielleicht noch eine kleine andere Anekdote hier, weil wir hier noch bei dem Auto gerade waren. Ja, das ist sozusagen der einzig Überlebende 2011. Wir sind mit drei Autos ins Rennen gegangen und auch da wieder mal kurz Internetrecherche. Ella McNish relativ früh im Rennen mit einem sehr, sehr spektakulären, aber Gott sei Dank folgenfreien Unfall ausgeschieden. And there we go. This is a massive crash and this is Ella McNish and the Audi 3. Look at that. Wow. It's absolutely. Und mitten in der Nacht Mike Rockefeller auf dem Schwesterauto bei über 300 abgeflogen, weil er durch einen Feindkontakt hatte, durch einen anderen Wettbewerber. Und ist dann da mit über 300 in die Leitplanke abgebogen, der Gott sei Dank, ich sag mal, zwar stark verwackelt war, um das mal so ein bisschen salopp zu sagen, aber halt keine späteren Folgen davon getragen hat und sich selber halt aus dem Auto noch befreien können. Aber das Getriebe haben wir im Wald gefunden später und so weiter. Also da war nichts mehr von dem Auto da. Das Auto war komplett zerstört, die Sicherheitszelle hat aber gehalten. Nochmal aus der anderen Perspektive. Da war er schon fast auf diese ausgerechnet. Der Ferrari, der ist da hingezogen. Also da kann man dem Rocky keine. Und guck dir das an, wie der einschlägt. Oh mein Gott. Was ich aber letzten Endes der Ausgang von dem Rennen war, dass wir mit diesem einen verbliebenen Auto gewonnen haben. Wir haben Peugeot als Hauptgegner gehabt, sowohl im privaten Einsatz als auch im Werkseinsatz. Wer vielleicht das Rennen kennt oder da auch nochmal nachschauen möchte, da wurden wir gejagt, über Runden hinweg, da ging es mit Berührung und so weiter und so fort. Ja, und letzten Endes haben wir das Rennen mit, ich glaube, 13,5 Sekunden Vorsprung nach 24 Stunden gewonnen mit dem Auto. Gejagt von drei oder vier Wettbewerbern, die wirklich uns auf den Felsen waren die ganze Zeit. Da ging es wirklich um Nuancen. Wir hatten in den letzten Runden noch einen schleichenden Plattfuß, haben das Auto weiterfahren lassen.
und so weiter und so fort. Also Rundenverbrauch. Jede, ich weiß nicht, ich glaube 5-6 Mal pro Runde Kennfelder verdrehen lassen, den Fahrer, damit das alles passt, damit wir da performanceoptimiert unterwegs sind. Ah, das stimmt. Das kann er ja logischerweise nur selber machen, weil wir dürfen nicht. Wir können ihm sagen, was er tun soll. Aber er selber muss es machen. Und das in so einem Auto, ne? Ja, ja. Und dann den Druck und dann fährt ja einer noch in die Kiste, weil er denkt, er muss da irgendwie besonders ambitioniert rumgehen und so weiter. Also das waren wirklich Sachen, da bist du mit den Nerven fertig am Ende. Ja, glaube ich. Mhm. Was ist das hier? Ist das Auspuff oder was? Akrapovic. Ja, wirklich? Wenn wir sagen, wir reden über Aerodynamik, dann reden wir über Strömung am Fahrzeug. Und da sehen wir über die verschiedenen Jahre auch unterschiedliche Ansätze, die wir da gesucht haben, dass wir unsere Abgase in die aktive Aerodynamik involvieren. Ja, dass wir in der Zeit zum Beispiel hier einen sogenannten Air-Curtain um das Hinterrad gemacht haben, wo wir ein Strömungsfeld nutzen innerhalb des Rades, um die Turbulenzen des Rades nicht in den Diffusor einströmen zu lassen. Ja, und dieser Air-Curtain wurde über das Auspuffgas erzeugt. Ja, das ist dann im späteren verboten worden, dann sind wir oben auf die Haube gegangen, haben da ein beschleunigtes Feld gemacht, um den Heckdiffusor besser abzusaugen. Also auch diese Felder haben sich eklatant weiterentwickelt und sind letztendlich ja, technologisch immer weiter erschlossen worden über Berechnungen etc., um diese Potenziale zu nutzen. Also du hattest ein Reglementsverbot, du durfst den Unterboden nicht aktiv anströmen, ja, sondern wir haben, wie der sagte, Chris sagt, den aerodynamischen Vorhang zwischen dem Radkasten, dem sich drehenden Rad, das ja für Verwirbelung sorgt, und dem Unterboden, haben wir einen aerodynamischen Vorhang dazwischen erzeugt, sodass die Strömung unter dem Unterboden möglichst gleichmäßig verläuft und die Verwirbelung im Radkasten für sich bleiben. Und dazwischen hat halt diese heiße Auspuffgabe wie so ein Vorhang die Trennung erzeugt. Das heißt, es war auch eigentlich Saison für Saison immer wieder die neue Suche nach dem letzten kleinen Stückchen. Wir können ja kurz gucken, was wir so aussuchen. Aber da gingen dann die ganzen Abgase durch von dem ganzen Motor? Ja, hier. Schaut einmal hier, wenn du mit der Kamera guckst. Turbolader-Auslass, geht es nach links und rechts runter. Ja, ja. Und dann läuft das Ganze hier so mit diesem Schwert halt hier vor das Hinterrad. Was natürlich in manchen Bereichen auch dann vielleicht wieder zu Problemen kommt mit Reifentemperatur, Bremstemperatur und so weiter, ne? Genau. Weil man natürlich schon ein bisschen... Aber dann hat man wieder ein Ziel, mit welchem Konzept man sich da einen Vorteil verschaffen will und dann muss jeder in dieses Ziel hineinarbeiten. Ja, wie kriegen wir die Abwärme dann isoliert, dass kein Reifenproblem entsteht, dass wir keine Folgeschäden haben. Das ist dann ein Entwicklungsziel, was vorher analysiert wird, den und den Vorteil können wir uns erschließen und dann muss jeder gegen dieses Ziel arbeiten. Ja. Hier sehen wir jetzt einen Unterschied, auch vom Aufbau her, das weiß ich nicht, wie es da gerade war, aber früher war es so, da war der Wasserkühler hier im Seitenkasten drin und hier eher der Luftkühler und jetzt ist das einmal geswitcht. Ja. Mit Luftkühler und Wasserkühler, aber wahrscheinlich auch aerodynamisch bedingt. Ah nee, wahrscheinlich mit dem heißen V zu tun. Wir haben die heiße Seite nach innen verlegt, damit hatten wir andere Package-Möglichkeiten im Hinterwagen, der dann wieder einen aerodynamischen Vorteil erzeugt hat, genau. Weil ich finde die Kühlergröße für die Motorgröße und die Leistung jetzt nicht sonderlich groß, also da sieht man mal, wie effizient diese Kühler sein mussten. Ja, plus natürlich Anströmung, Abströmung. Und vielleicht ein ganz wichtiges Merkmal hier auch zum Thema Sprung. Ja, das ist das 2013er Auto, welches wir jetzt hier haben, was bauähnlich ist wie der 2012er. Und auch, ich sag mal rein optisch, auch wieder 2011er, aber hier mit einer ganz anderen Technologie versehen. Ja, wir haben schon angefangen, das Thema, wieder Thema von Chris auch, Kohlefasertechnologie. Also wer hier reinleuchtet einmal, hier sieht man schon ein Kohlefasergetriebe, das ist das eine. Aber was bei diesem Auto ab 2012 auch noch ganz, ganz wichtig ist, wir haben nicht nur einen Verbrennungsmotor gehabt, wir haben auch eine elektrisch angetriebene Vorderachse über einen Drehmassenspeicher gehabt. Also das ist ein Hybridauto, wir reden hier von einem Hybridauto. Das heißt, wie war das dann mit Speicher und Akku? Das hat sich selber aufgeladen, auch über den Motor beim Bremsen? Oder wie? Ja, quasi Beifahrerraum. Da haben wir einen Drehmassenspeicher, ja, der rekuperiert, indem er in rotatorische Masse die Energie umsetzt Beschleunigen wieder absetzt. Verstehe. Ja, also das hat man letztendlich mechanisch, aber auch da sind Drehzahlen, ja, das Ganze läuft im Vakuum, dass wir einen Überschall erreichen können in der Drehgeschwindigkeit und damit sind wir dann mit Massenkräften unterwegs, das ist ein gewickelter CFK-Rotor, eine Eigenentwicklung und dann haben wir da natürlich, um da die Komplexität, ja, wir haben natürlich Notfallsysteme, wenn der jetzt mal einen Lagerschaden hat, ja, der ist im Innenfahrgastraum, der kann ja nicht den Fahrer zerstören. Das heißt, das Gehäuse zum Beispiel ist ausgelegt, dass wenn wir einen Lagerschaden haben, dass sich der CFK-Rotor daran aufreibt, ja, über die Verpuffung entsteht natürlich Volumen, der hat nach unten eine Berstscheibe aus dem Monocoque raus, dass der nach unten dann den CFK-Staub abbläst aus dem Monocoque, weil wir ansonsten den Fahrer kontaminieren würden. Das heißt, so ein Notfallkonzept, ja, mussten wir dann selber entwickeln, wie wir mit diesen neuartigen Kräften dann umgehen im Cockpit.
Das heißt, für den Laien, hier ist ein Teil drin, was sich dreht. Jedes Mal beim Bremsen wird dieses Teil von der Drehzahl hochgefahren. Korrekt. Und in dem Moment, wenn der Motor vorne angetrieben werden soll, nutzt man diese Masse, die jetzt gerade, wie sich anhört, gefühlt bis zum Mond fliegen will, und bremst sie wieder ab und treibt damit den Motor an. Genau so. Und dieses System, wie gesagt, läuft dann im Vakuum, um die Drehzahl fahren zu können. Heißt aber für uns, diese Fahrzeuge sind ja interkontinental eingesetzt worden, ja, dass wir ein eigenes Vakuumisierungsgerät mit um die Welt schicken, weil wir konnten die nicht vakuumisiert in Fracht geben. Ja. Und all das ist dann die Prozesstechnologie, die dahinter steht, die mitentwickelt werden musste, um sowas zu betreiben. Was konnte der E-Motor dann da vorne auf der Achse? Puh, Timo, hast du die Daten im Kopf, also, was der in dem Jahr kann ich alles wissen, da reden wir eher von 100 PS, 50 PS, 200 PS? Was ich meine, wir waren bei 70, 80 kW. Korrekt. So um die 100 PS, okay. Ja, schon, das, ne? War die erste Ausbaustufe. Was haben die Fahrer so gesagt? War cool, war gut? Ja, natürlich. Ich sag mal, zum einen haben wir ein Stück weit einen Allradantrieb dargestellt, weil du jetzt ja beim Beschleunigen eine elektrische Vorderachse hattest. Wir haben auch eine Bedienkomplexität eingeführt, die eine Challenge war und wieder die dem Novum Le Mans zu beigetragen hat. Ja, es wurden verschiedene Rekuperationssysteme zum Beispiel. Ja, du musst ein anderes Rekuperationsprofil einstellen, sobald es feucht wird, ja, weil du hast einen längeren Bremsweg. Das heißt, du rekuperierst mehr, aber dein Speicherpotenzial ist endlich. Ja. Dass nicht zum Ende der Bremsung plötzlich die Rekuperation aussetzt und die Bremskraft sich verändert. Und all solche Anpassungen, das ist ja eine Komplexität, die dann neu ist, wenn man sich so eine neue Technologie erschließt. Ja, heutzutage begreifbar und logisch. Damals, wenn man das erste Mal in ein neues Technologiefeld einführt, eine riesen Faszination. Und ich vermute mal, wir haben ja einen Motor, zwei Antriebsfelder, den Speicher, ein paar Kabel, ein Steuergerät und so weiter. Trotzdem durfte das Auto am Ende natürlich nicht schwerer werden. Ne? Exakt, genau. Da sind wir wieder bei unserem absoluten Leichtbau, dass du das Gesamtfahrzeug immer wieder auf Leichtbau optimierst, weil du ja Technologie-Content eingibst. Was sind das hier? Was ist das? Trinkflaschen. Ah, das ist also eine Trinkflasche, ne? Eine Flasche ist für Scheibenwischersystem, ja, eine Flasche ist fürs Fahrergetränk. Ah, sehr gut. Aber zwei Flüssigkeitssysteme, genau. Aber du siehst hier zum Beispiel, hier kann sich der Fahrer dann einstöpseln und dann da seinen Trinkschlauch da einstöpseln. Ja. So, genau. Anderes Thema noch. Hier war jetzt verboten mit dem Ausruf, deswegen gehen die Straight Pipes hier so schön durch. Ja, aber jetzt haben wir die Straight Pipes, die durchgehen. Wir überströmen damit das Ende der Haube. Auch da sind wir mit keramischen CFKs unterwegs, um da nicht zu überhitzen. Beschleunigen damit den Luftstrom über der Haube und saugen damit den Heckdiffuser ab. Das heißt, versuche ich eine aerodynamische Effizienz zu entwickeln, indem ich diese Strömung nutze, bin aber beschränkt worden, also suche ich mir eine andere Logik. Aber auch hier zum Beispiel, jetzt, wenn man von hinten nochmal drauf hält, und vielleicht kann man das später auch nochmal ein paar Einstellungen deutlich machen, den Unterschied, so immer so die gleiche Einstellung. Das Getriebe hier ist nochmal deutlich schmaler geworden. Das sieht aus wie so ein Formelgetriebe. Genau. Wie so ein Formel-3-Getriebe. Sehen wir auch gleich nochmal als Einzelkomponente da. Ihr seht die Querlenker, da kann der Chris auch noch was zu sagen. Das ist bei dem Thema Mondgestein. Ja, also auch hier Kühler nochmal wieder schmaler geworden, alles nochmal auf Effizienz getrimmt, die Leitung. Druckrohre, Carbon. Genau. Das ist ja alles viel, viel filigraner, auch die ganzen Kühler werden ja hier viel kleiner. Und der Anspruch an die Fahrzeuge ist ja nicht geringer geworden. Du fährst das gleiche Rennen, du fährst die gleiche Distanz, du fährst alles gleich, aber das ist halt immer, immer kompakter, immer optimierter geworden. Viel mehr Freiräume hier plötzlich, also wie aufgeräumt die Ecke jetzt hier gerade ist. Ja. Das Thema Fahrwerk ist gerade auch nochmal sehr speziell. Immer höheres aerodynamisches Diktat zunächst mal. Ja, wir saugen den Frontdiffuser konsequent ab. Wir haben unter der Karosserie deutlich eingezogenen Boat Shape. Ja, wir haben hinten letztendlich nur noch einen Restbereich, der wirklich der Kühlung zugeführt wird. Wir sehen ja hier, dass ja letztendlich der Duct, der den Kühler anströmt. Ja. Und was der Timo da anspricht, das sind dann hier die nächste Generation von Stählen, die da im höchstfesten Bereich uns dünnere Wandstärken und damit einmal mehr Gewichtsreduktion erlauben. Ich weiß nicht, Wandstärke kann man das sagen? Sind wir im Bereich von kleiner 1 mm, glaube ich, unterwegs gewesen bei den Querlenkern? Ja. Nein. Und das fangen wir nicht an. Und das bei den Lasten um die Kurve und so weiter. Ja, das ist auch das letzte Auto dann? Nein, der 2016er ist leider gerade nicht da. Das ist das 2015er Auto, was wir hatten. Also ich sag mal, technologisch noch ein bisschen anders, weil es halt auch noch mit Drehmassenspeicher. Der Batteriehybrid sozusagen, das 2016er Auto, ist leider gerade verliehen. Okay, das war nur der letzte dann mit Batterie, okay. Ja, genau. Aber wir haben hier ein paar Komponenten von dem 2016er Auto hergeholt. Vielleicht hier nochmal, wir hatten vorhin das Thema Viertelfahrwerk. Wie sind die Fahrwerke vorbereitet für so einen Einsatz? Ja, die stehen halt hier in so einem Felgendummy drin. Das heißt, das ist ein komplettes Fahrwerk, wie es quasi zum Einsatz kommen kann. Komplett voreingemessen, voreingestellt.
wenn es jetzt da zum Beispiel, ich glaube in dem Fall ist ein Vorderachsteil, wenn es denn da zum Problem kommt oder zum Defekt kommt, dann sieht man, kann man das Teil halt so wie es ist einbauen mit ein paar Abstrichen, sicherlich Bremsluftcover und so muss noch sein. Aber vielleicht, wenn man mal drumherum schaut, die Komplexität der Luftführung. In der Unterwäsche. Ja, normalerweise ist hier noch ein Shroud irgendwie drum, dass das halt alles zu ist. Aber du siehst halt hier verschiedene Sachen, Luftführung. Ja. Entsprechend der Strömungsgeschwindigkeit ist das Duktsystem berechnet und ausgelegt. Und da auch das nächste Novum, das Ganze wird über ein Innenwerkzeug laminiert. Wir haben vorhin das Außenwerkzeug Monocoque gehabt. Da geht es darum, dass ich die Außenfläche natürlich glatt habe, am Stück fertige. Hier habe ich jetzt das Werkzeug innenliegend und das für ein komplettes Duktsystem. Das heißt, ich gieße ein Werkzeug, laminiere da herum, natürlich mit einer Hochtemperatur-Matrix-System. Und danach schmelze ich das Werkzeug aus. Ansonsten bringe ich das ja gar nicht raus. Ja. Und das alles nur, weil es so entscheidend ist, ob die Oberfläche so oder so ist? Also, korrekt, weil wir das Optimum erreichen wollten, dass wir auch gerade mit unseren CFD-Berechnungen da nicht daneben liegen, dass wir sagen, da gehen wir von Werkzeugfläche aus. Also hat man sich überlegt, wie ist sowas darstellbar? Und auch da wieder ein Konzept entwickelt, sich einen Partner gesucht, der das mit einem entwickeln wurde. Und dann die Bremsluftsysteme so laminieren lassen. Aber da sieht man mal, wenn es dann berechnet ist und man auch die passende Zuluft hat, wie wenig Bremsbelüftung dann doch selbst für so ein System reicht. Also jetzt querschnittstechnisch, ne? Weil das ist ja wirklich nicht... Wenn man solche Optimierung erreichen will, und da kommt ja die Effizienzsteigerung des Fahrzeugs hin, komme ich irgendwann in diese Sphären, die nicht auf dem Markt abrufbar sind, sondern wo ich selber in die Grundtechnologieentwicklung gehen muss. Fass mal so ein Lenker hier zum Thema 1 mm. Merkst du schon so beim Hin- und Herwackeln? Ja, okay. Da haben wir vielleicht noch ein weiteres Detail, wenn wir über Sicherheitstechnik reden. Ja? Die Crashlasten, die wir mit dem Monocoque erfüllen würden, sind natürlich immer hochgesetzt worden. Wir fahren jetzt mit Side-Intrusion-Panels, das heißt, wir haben einlaminierte Panels, dass uns keine Nase das Cockpit seitlich aufspießen können. Wir haben Kevlar-Kabel, die am Monocoque befestigt sein müssen, die eine Ausreißkraft aufhalten. Das heißt, wenn es bei einem Schaden zum Abriss der mechanischen Komponenten kommt, dass das Rad nicht wegfliegt, bleibt das am Monocoque. Das heißt, all diese Sicherheitsschutztechnologie, einmal mehr, muss kompensiert werden in dem gleichen Zielgewicht des Fahrzeugs. Ja, Wahnsinn. Hier sieht man nochmal das Carbon-Gehäuse. Mit dem Inlay halt das Cluster, das Getriebe-Cluster, also das, wo die Zahnräder drauf sitzen, was man da rausziehen kann, steckt halt dann da drin. Ja, und die ganze Hülle und die ganzen Aufnahmen sind halt dann aus Carbon. Das heißt, sollte da was kaputt gehen, musstet ihr es trotzdem einmal abziehen, dann von innen alles tauschen und das eigentliche Gehäuse geht wieder drauf. Das eigentliche Gehäuse muss ins Ziel fahren, genau, und dann haben wir die Cluster zum Wechsel gebracht. Aber wir haben damit natürlich auch in Relation zum Gewicht strukturelle Vorteile gehabt, dass wir halt über CFK dann gehen können. Mit Thema Bremsbelüftung ist halt hier alles quasi erreicht. Ne? Also selbst hier nochmal ein Kanal, der in den Sattel reinbläst, dann generell. Ich vermute mal auch, dass das hier die eigentliche Ausströmung ist, oder? Dass über den Topf auch viel Luft rausgeht in der Mitte, dann am Ende in die Felge rein. Also sowohl, ja, korrekt, hier außen als auch innen. Und da sind wir wieder bei dem homogenen Gesamtsystem. Du hast eben selber gesagt, wir müssen natürlich schauen, dass wir nicht am Ende die Felge überhitzen und damit den Reifen schneller abbauen lassen. Deshalb wird dann auch gezielt nach außen abgeführt, um nicht im Felgenbett die Hitze in den Reifen einzubringen. Und eingeführt wird hier vielleicht auch da nochmal die Komplexität. Das ist halt nicht eine einfache Luftanströmung, sondern auch nochmal so ein bisschen gezielt angesprochen. Eine Sache muss ich kurz zeigen. Also man sieht auch an der Antriebswelle, dass ihr das ernst gemeint habt, weil das ist ja auch schon eine richtige Antriebswelle, ne? Dafür, dass man alles so leicht macht und leicht baut und dann hier wirklich so ein... Und da sieht man mal, die vordere wird logischerweise in den E-Motor reingegangen sein. Ja, ja. Da sieht man, wie die halt deutlich gleich... Auch schon fett, ne? Ja, ja, auch schon fett. Aber der E-Motor hat halt auch Drehmoment, ne? Das darf man halt nicht vergessen. So, und gefühlt ist auch die hintere Bremsbelüftung fast krasser als die vordere. Also als wenn die hintere Bremse bei den Autos... Ja, wobei hier fehlt jetzt auch noch die Einhäusung und so, ne? Mhm. Wir haben die Einhäusung und ich rekuperiere natürlich auch zusätzlich an der Vorderachse. Ja. Stimmt. Das ist auch das nächste, also bei dem 2016er Auto zum Beispiel, beim 2013er Auto mit dem etwas geringeren Anteil an Energie an der Vorderachse, habe ich ein Auto, wenn mir das System ausfallen sollte, kann ich ganz normal im Rennen weiterfahren. Ich brauche keine. Aber bei dem 2016er Auto ist es so, dass die komplette Bremse auf diese Energieabnahme ausgelegt ist, ja, auf die auch Rekuperation.
Das heißt, mal abgesehen davon, dass die Batterie leistungsmäßig einen viel, viel größeren Anteil hat im Vergleich zum Verhältnis zum verbrennungsmotorischen, wie halt noch beim 2013, also war der Motor das Hauptantriebsaggregat und die Vorderachse hat dazu geliefert. Aber das ist ja dann auf einem, ich sag mal, nicht ganz ähnlichem, aber schon vergleichbarem Niveau gewesen. Und wenn ich jetzt mit so einem 2016er Auto auf die Strecke gehe und ich habe keinen Elektroantrieb, dann reicht mir meine Bremse nicht mehr, weil ich keine Energieabnahme mehr habe über das elektrische System. Und das beim 2013er Auto geht das noch? Aber 2016er keine Chance, da fackelt mir die Bremse ab, weil die viel zu klein ausgelegt ist. Von 2002 bis 2016, wie viel ist das Auto schneller geworden? Ja, also rundzeittechnisch? Du wirst immer wieder reduziert. Achso, okay. Also am Ende fährt man ähnliche. Bist du immer im ähnlichen Bereich unterwegs. Wir haben 2010 haben wir mal einen Distanzrekord gehabt bei dem R15 Plus, den wir da gerade gesehen haben, bei dem Aero-Auto. Das war 5600 Kilometer, glaube ich. Also der hat, ich glaube sogar bis 23 hat der auf jeden Fall noch Bestand. Ich weiß nicht, ob der jetzt in diesem Jahr vielleicht fällt. Aber der hat auf jeden Fall sehr, sehr lange Bestand. Aktuell hat er Bestand noch. Ja. Heckhaube vielleicht noch ein schönes Thema, was auch die Laminat oder die Struktur angeht. Chris, du hattest das vorhin schon mal. Ich wollte ja nicht so rabiat. Ja, dann aber auch natürlich. Im Idealfall, wenn du deine Last einbringst, willst du ein unidirektionales Gewebe haben, ja, was aber von der Verarbeitung schwierig ist. Dann haben wir uns dafür entschieden, da dieses Sondergelege zu entwickeln. Das wäre jetzt für Ort, damit Steifigkeit optimiert, gleichzeitig Handling noch in einem geregelten Raum gehalten, aber es ist signifikant unterschiedlich, ich sag mal, zu einem Standard 3K-Gewebe, was wahrscheinlich jedem bekannt ist. Vorhin hier nochmal ein anderes Gewebe, ne? Also sind ja etliche verschiedene Gewebe drin. Hier ist nochmal ein bisschen Kevlar mit reingekommen. Ja, da hast du immer überall da, wo du Steinschlag haben kannst vom Rad oder Pickup-Wurf hast, da legst du das Aramid rein, um da die CFK-Struktur nicht zu beschädigen. Ne? Das war aber, wobei es ist auch schon sehr stabil, ne? Liegt einfach daran, es muss so stabil sein, weil es einfach ein aerodynamischer Bauteil ist. Sie muss handelbar sein und sie muss allen Aerodynamikkräften standhalten. Ja. Weil die Wandstärke super dünn ist. Ja, muss man auch sagen. War eigentlich ganz cool. Hat so ein bisschen was das Gewebe von einer Rennflagge, also von einer Stahlzivilflagge, finde ich. Tja, was soll ich sagen? Sprachlos. Also ist auf jeden Fall mal richtig was gelernt heute. Hast du die Felge gezeigt? Ja, weißt du, wie dünn die ist? Ja, ich habe keine Waage mit. Ich hätte jetzt gerne eine Waage in der Waage, aber nur das schon. Ja, du folgst erstmal hochgucken? Nee, ich trau mich das nicht. Okay. So. Oh, Alter. Auch da sehen wir wieder den aerodynamischen Anspruch, ja, dass ich, wenn ich im Außenbereich das Rad verschale, habe ich eine deutlich höhere Effizienz, als wenn ich von der Mitte auskomme. Gleichzeitig brauche ich noch den Abluftbereich, wir haben es gesehen, für die Bremsluft, dass mir die Bremse da drin nicht überhitzt. Dann haben wir regulatorische Einschränkungen, was man machen darf. Und das war dann in dem Jahr sozusagen das Optimum, wofür man sich entschieden hat zu fahren. Das heißt, eine Mischung aus geschlossen wäre Aerodynamik, aber trotzdem noch die Abluft von der Bremse auskriegen. Korrekt. Und dann sich noch ans Reglement halten. Ans Reglement halten, dann natürlich absolut reduziertes Gewicht immer darstellen. Ja. Und im Hinterkopf haben, dass es nächstes Jahr eh wieder verboten ist. Also gleich schon die nächste Version auf Lager haben. Also erstmal soft rangehen, damit man da nochmal einen nachlegen kann. Ja. Und verdreht sich rum von Reifen. Alter, ja, wobei das ist immer so ein bisschen drauf, also so ein bisschen weniger. Ja, mich habt ihr überzeugt. Ich bin sprachlos. Mega geil. Ist tatsächlich ein Themenfeld, was, glaube ich, wie gesagt, Le Mans, die Fahrzeuge sind nicht so bekannt. Also jetzt immer so, wenn wir zum Social Media Account bei uns bei der Tradition gucken, wir haben ein paar Le Mans Autos drin, ist immer nicht so die Wahnsinnsaufmerksamkeit. Natürlich die Emotion gebührt immer den 5-Zylindern Rallye und so weiter und so fort, aber rein technologisch ist das halt ein Höllenbetätigungsfeld gewesen. Das ist absoluter Wahnsinn und deshalb, glaube ich, verdient das auch immer so ein bisschen Aufmerksamkeit für die halt auch wirklich Technologiefans sind und auch Motorsportfans sind in Kombination. Da steckt so viel drin und so viel dahinter, das ist schon echt interessant. Die Leute, die so ein Auto mal fahren sehen wollen, wo hat man da eventuell mal die Chance zu? Also dadurch, dass wir Goodwood oder? Ja, genau, Goodwood sind, werden wir mit, tatsächlich, wenn alles gut geht, muss ich dazu sagen, weil technologisch wissen wir, dass das herausfordern, aber werden wir mit der frühen Autos dieses Jahr am Start sein, mit 99er Fahrzeugen tatsächlich fahren, wenn das alles klappt, wenn wir die Autos bis dahin in Betrieb kriegen. Wir arbeiten dran, aber es ist halt, manchmal ist das auch eine kleine Wundertüte, muss man auch sagen, aber das ist tatsächlich da, wo wir dieses Jahr zum Beispiel 2 Fahrzeuge einsetzen. Perfekt, vielen, vielen Dank, Timo. Chris, ich bin sehr gefreut. War mir eine Ehre. Ich würde mir wünschen, dass wir das Ganze natürlich für unsere 5-Zylinder-Fans nochmal wiederholen. Ich denke mal, da könnt ihr auch die eine oder andere Geschichte erzählen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was im Petto. So, aber für heute reicht es erstmal. Ja. Also, tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.